Wer auf unseren Webseiten oder unserem YouTube-Kanal unterwegs ist, der wird schon des Öfteren über den Begriff Alliance gestolpert sein. Was das genau ist, was es damit auf sich hat, das fragen wir heute den Mann, der es wissen muss, nämlich Phil Senkbeil. Hi. Du bist bei uns der Verantwortliche für Alliance. Man kennt dich auch früher vielleicht noch von Giga und von Online-Welten und so. Und du bist jetzt der Kopf hinter Alliance. Was ist denn das überhaupt? So viel darf ich vorwegnehmen, das ist der neue Name für das GameStar and Friends Netzwerk. Aber was ist ein Netzwerk? Ja, richtig. Bei IDG haben wir uns ja damals gedacht, wir sind beim Thema YouTube vorne mit dabei, gründen ein eigenes Netzwerk und haben dieses Netzwerk GameStar and Friends genannt. Das war damals aus der Historie bedingt der GameStar-Kanal plus einige Kanäle, die nach und nach dazugekommen sind. Das war Pete's Meat, zum Beispiel einer der ältesten Kanäle im Netzwerk, oder GameTube, der Kanal, wo ihr auch selber aktiv seid, ja. Schon seit ewiger Zeit Bestandteil des Netzwerks. Das Netzwerk ist dann irgendwie gewachsen, hat sich verselbstständigt, sind mittlerweile bei knapp 300 Partnern. Und der Name GameStar and Friends war auch mehr so ein interner Begriff, den wir nie wirklich nach außen gegeben haben. Und deswegen war es für uns wichtig, einen Namen zu finden, um uns als Netzwerk nach außen zu positionieren. Und da wir IDG House typisch im Gaming aktiv sind, da haben wir uns für den Namen Alliance entschieden. Das Y ist da auch so ein bisschen gewollt. Das heißt also, all die bösen Foren-Trolle, die schreiben, Alliance schreibt man nicht mit Y. Nee, es kommt auch so ein Begriff, ich meine, den Begriff Ally kennst du halt auch aus dem Spiel, aus World of Warcraft. Und das fanden wir ziemlich gut, mit dem Begriff Ally ein bisschen zu spielen, so eine Gemeinschaft, weil das ist es am Ende des Tages auch ein YouTube-Netzwerk, in dem sich Partner zusammenschließen und halt wirklich auch gemeinsam als Netzwerk agieren. Jetzt, wenn ich zu Hause sitze und denke, hey, ich will auch in dieses YouTube-Netzwerk rein, ich mache coole Spielevideos, was muss ich denn machen, um in dieses Netzwerk reinzukommen? Nehmen wir einfach jeden da auf oder gibt es da gewisse Einstiegsbedingungen, die Leute erfüllen müssen? Also eine gute Voraussetzung wäre einmal Gaming, also zu zocken und Videos zu machen. Wir haben in der letzten Zeit oder auch schon seit längerem uns überlegt, ab wo ziehen wir eine Grenze ein? Weil natürlich einen Partner ins Netzwerk aufzunehmen, das ist nicht einfach nur mit einer Aufnahme getätigt, sondern der Partner wird ja auch betreut, der Partner arbeitet aktiv mit uns zusammen. Deswegen gibt es so eine Mindestschwelle, wo wir sagen, okay, der Partner sollte zumindest so ungefähr 1500 Abonnenten erreicht haben, sollte ungefähr so 1000, 1500 Videoabrufe pro Tag haben. Und dann schauen wir uns den Kanal an und schauen, ob der auch ins Netzwerk passt, weil wir nehmen nicht jeden Kanal auf. Das hängt einmal mit der inhaltlichen Ausrichtung zusammen und natürlich auch mit der Qualität der Videos zusammen. Deswegen so die Größe, die ich gerade genannt habe, ist ein erster Indiz. Aber wenn wir sehen, dass ein Partner unglaubliche Potenziale hat mit seinen Videos, über die Qualität hin, mit der er sich definiert, sind wir auch gewillt, kleinere Partner ins Netzwerk aufzunehmen. Also das ist dann tatsächlich eine Entscheidung auf Basis des jeweiligen Kanals. Wenn ich jetzt diese Anforderungen erfülle oder eben meine Videos einen Sonderfall darstellen, ich bin im Netzwerk drin, was habe ich denn dann überhaupt davon, Teil des Alliance-Netzwerks zu sein? Ein Netzwerk hat für viele Partner in erster Hinsicht unterstützt den Partner bei Copyright-Problemen, wenn es um Ansprüche von Dritten geht. Über Content in dem Kanal ist das Netzwerk eigentlich ein sehr guter Ansprechpartner, um dem Partner wieder aus der Klemme zu helfen. Also konkretes Beispiel, wenn ich irgendwie Spiele-Footage hochlade, zu der ich eigentlich keine so rechte Erlaubnis habe, und dann sagt irgendwie der Rechteinhaber, das ist aber meine Footage. Genau, und oft ist das auch ein Publisher. Und wir als Gaming-House haben seit 15, 17 Jahren enge Kontakte zu Publishern, und deswegen können wir als Alliance-Netzwerk mit einer langen Historie im Gaming diese Probleme oft sehr schnell lösen, weil wir als Netzwerk die Kontakte zu Publishern haben, die dann der YouTuber, der zu Hause sitzt und seine Spiele aufnimmt, in der Regel nicht hat. Also das ist ein wichtiger Punkt für den User. Dazu kommt natürlich die gesamte technische Betreuung, wenn es um Probleme mit dem CMS geht, wenn es um Beratung gibt, wie kann ich meinen Kanal weiterentwickeln, mit welchen YouTubern kann ich noch zusammenarbeiten, bieten wir einmal die Workshops zum Thema Audience Development, also wirklich Kanal- und Reichweitenentwicklung an, auf der anderen Seite aber auch die Kontakte zu anderen YouTubern innerhalb des Netzwerks. Wir veranstalten regelmäßig Netzwerktreffen, wo wir unsere Partner einladen, sich einmal kennenzulernen, und im Idealfall erwachsen daraus Aktionen, die Partner untereinander machen. Weltmeisterschaft war ein gutes Beispiel, von Pete's Meat organisiertes Fußballturnier, wo unsere Partner
sich verknüpft haben und zusammengespielt haben. Das funktioniert leichter in einem Netzwerk, wo man sich kennt, wo man sich regelmäßig wieder trifft auf Gamescom. Haben wir die Let's Play Meets Gamescom Bühne zusammen mit der Kölnmesse gehabt. Das war die offizielle Let's Play Bühne, wo wir unseren Partnern im Netzwerk die Möglichkeit gegeben haben, mit ihren Fans zu interagieren, aufzutreten, sich selber zu präsentieren. Und das sind, wie gesagt, Sachen, die wir als Netzwerk, als Service für unsere Partner anbieten. Und nicht zu vergessen die Monetarisierung von, gerade im Spielebereich, jetzt gerade im Spielebereich, da unterstützen wir und möglichen Partnern ihren Kanal besser zu monetarisieren mit Werbung aus der Spieleindustrie. Das hast du gerade eben schon angesprochen, dass es eben zwischen IDG und den Publishern enge Verknüpfungen gibt, dass wir halt da gute Kontakte pflegen. Wie sieht denn ein Publisher heutzutage einen YouTuber? Ist das überhaupt irgendwie eine wichtige Größe, die man beachten muss? Aus Sicht des Publishers natürlich ist das, was wir ihm sagen, ist, ja, natürlich ist es eine wichtige Größe, aber das Schöne ist auch, die Publisher haben das so über die Jahre hinweg gelernt. Also das Thema YouTube ist ja noch nicht so alt, deswegen kann ich da jetzt noch nicht von ewigen Zeiten sprechen. Aber es hat ein bisschen gedauert, aber mittlerweile haben alle großen Publisher das Thema YouTube auf dem Schirm. Wir haben das immer ganz gut, die Gamescom war immer ein guter Indikator, die Termine im Businessbereich, die wir mit den Publishern hatten. Und es hat in diesem Jahr keiner daran gezweifelt, dass ein Fokus des jeweiligen Publisher auf dem Thema YouTube liegt. Merken wir dann einerseits natürlich in der Zusammenarbeit im Sales-Bereich, aber auch was so die Bereitschaft von Publishern angeht, für Partner etwas zu tun. Also wenn ein Partner sagt, okay, ich möchte Spiel XY spielen, bräuchte bitte einen Key, um das zu testen, dann können wir das in der Regel sehr schnell möglich machen, weil Publisher mittlerweile wissen, an den YouTubern kommen wir gar nicht mehr vorbei. Jetzt gibt es ja oft Kritik an die großen Netzwerke. Die meist vorgebrachte ist so, da hat man als Newcomer eh überhaupt keine Chance. Im Endeffekt geht es nur darum, irgendwie die größeren Kanäle nur noch größer zu machen und ich als kleiner Fisch komme da, du hast ja eingangs schon erwähnt, es gibt eine gewisse Hürde, die man erstmal überschreiten muss. Ich komme da gar nicht mehr mit dazu. Stimmt das? So habe ich als Newcomer überhaupt keine Chance mehr, auf YouTube was zu reißen heutzutage? Ich möchte jetzt da nicht für andere Netzwerke sprechen, und euch die Kritik, die anderen Netzwerken gegenübergebracht wird. Uns ist es sehr wichtig, den Partner in den Fokus zu stellen und ihn nicht anders zu behandeln als einen anderen Partner. Wir stellen keinen auf vorne auf eine Bühne und sagen, okay, das ist unser großer Partner, unser größter Partner, wir tun alles und alle Anstrengungen nur für ihn, sondern wir behandeln Partner im Netzwerk gleich. Jeder Partner bei uns im Netzwerk bekommt die gleiche Betreuung, bekommt die gleichen Antworten, kriegt keine schlechtere Behandlung als größere Partner. Zumal dazu kommt, dass die Hürden bei uns ins Netzwerk aufgenommen zu werden nicht so groß sind. Also du musst kein Mammut und kein gigantischer Kanal sein, um dazu zu stoßen. Was du generell meinst, also zur generellen Entwicklung der Kanäle, was wir festgestellt haben, ist, dass gerade große Kanäle, die jetzt aktuell sind und en vogue sind, Kanäle sind, die teilweise noch gar nicht so lange existiert haben. Also sind auch viele dabei, die erst ein halbes Jahr, ein Jahr alt sind. Mr. Morgan zum Beispiel ist jemand, war lange auf YouTube, hatte aber war nicht so viel und sehr intensiv aktiv und im letzten halben Jahr ging es dann für ihn richtig durch die Decke. Das zeigt, dass auch neue, junge Kanäle im richtigen Momentum, mit dem richtigen vielleicht Kontakten, mit der richtigen Starthilfe, mit dem richtigen Gespür für Videos, haben auch jetzt noch eine Chance, groß zu werden. Das hängt tatsächlich sehr viel damit zusammen, wie der Kanal sich positioniert, welche Videos er hat, kommt das bei Leuten an. Aber würdest du sagen, dass jemand, der jetzt nicht in einem Netzwerk ist, der hat dann geringere Chancen auf den großen Durchbruch als jemand, der im Netzwerk ist? Pauschal kann ich das nicht sagen. Es geht größere Chancen, ja. Allein durch die Verknüpfung mit anderen YouTubern. Weil dir es hilft, mit anderen zusammenzuarbeiten, zu kollaborieren. Deswegen auch bei uns im Namen dieser Ally-Gedanke. Die Kollaboration ist wichtig. Wenn ich mich mit einem etwas größeren YouTuber zusammentue, vielleicht Videos mit dem produziere, die dann vielleicht sogar noch auch featured, komme ich schneller nach oben, als wenn ich es alleine mache. Was nicht heißt, dass es mit dem alleine nicht auch funktioniert, aber es ist schwieriger, ja. Zum Schluss vielleicht noch der Blick in die Zukunft. Ich glaube, es ist vermessen zu versuchen, die Zukunft von ganz YouTube irgendwie vorauszusagen, weil da so viel in Bewegung ist. Aber du könntest vielleicht kurz erklären, was Alliance vorhat so in der nächsten Zeit. Wir richten im Moment alle Aktivitäten und alle Aktionen, die wir machen, auf unsere Partner aus. Für uns kommt der Partner als erstes und dass der Partner bei uns glücklich ist. Das heißt,
auf der einen Seite Service-Dienstleistungen, mehr Workshops, mehr Unterstützung im Bereich, wie baue ich den Kanal aus, wie bin ich weiter erfolgreich auf YouTube, aber auf der anderen Seite auch die, den Ausbau von Events. Das sind, können Online-Events sein, das können aber auch Offline-Events sein, wie die Netzwerktreffen, die Frequenz der Netzwerktreffen werden erhöht. Wir werden auch das Thema Let's Play meets Gamescom, was wir in diesem Jahr sehr erfolgreich durchgeführt haben, werden wir auch sehr zügig die Gespräche darüber aufnehmen, das auch im nächsten Jahr wieder zu tun. Und wie schon angesprochen, mehr Online-Events, um Partner mehr zu verknüpfen und näher zusammenzubringen, um weiter als Netzwerk, im Netzwerk auch wirklich aktiv zu sein und sich auch als Teil des Netzwerks zu fühlen. Vielen Dank. Das war soweit so ein kleiner Ausblick, was Alliance ist und was sie noch vorhaben. Wenn ihr jetzt noch mehr Infos dafür haben wollt, wir haben in der Videobeschreibung einen Link zu einer Infoseite, wo es eben noch mehr Infos zum Netzwerk gibt. Das war soweit mit GameStar TV heute. Am Freitag ist dann Petra und der Daniel Veit hier und die sprechen über das neue Steam, über die Kuratorfunktion und was es da schon wieder für Schindluder mit getrieben wird. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis Freitag. Viel Spaß beim Spielen. Ciao.